Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wir sind ziemlich weit nach oben gestiegen. Ja, irgendwie schon. Boah, sieh mal, Doki. Ei, ei, ei. Es ist wahr. Die Zukunft ist wirklich eine Welt der Dunkelheit. Diese Lichtergruppe. Sie ist schön, aber kommen diese Lichter nicht aus dem Gefangenenraum? Weiß ich nicht genau. Hey, Doki. Der große Zwölfens hat uns mehr als einmal gerettet. Und er hat uns viel beigebracht. Darum habe ich Zwölfens wirklich respektiert. Aber hat Zwölfens uns getäuscht? Selbst nach all dem, ich kann es noch immer nicht glauben. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Ich bin ganz durcheinander. Ja, Dragon. Was sollen wir jetzt tun? Wie weit müssen wir noch laufen? Wie kommen wir wieder in unsere eigene Welt? Ja, und die anderen unserer Gilde. Wie es ihnen wohl geht? Ob sie sich Sorgen um uns machen? Knuddel of Plaudergei, Bediza und all die anderen. Ob es ihnen gut geht? Ich vermisse die Gilde. Ich will alle wiedersehen. Dragon ist ziemlich fertig. Es ist nur natürlich. Was bisher passiert ist, ist wirklich schwer zu begreifen. Ich habe auch Angst. Aber ich darf jetzt nicht aufgeben. Wenn wir aufgeben, werden uns die Zubiris fangen. Ich muss Dragon irgendwie aufheitern. Aber aufheiternde Worte wären jetzt kein richtiger Trost. Wenn ich nur etwas sagen könnte, etwas, was wirklich Hoffnung gibt. Wenn es nur einen Hoffnungsschimmer gäbe, können wir uns daran festhalten. Egal was, mir muss etwas einfallen. Hä? Was ist denn, Doki? Lass uns Reptain suchen. Ja, was? Du willst Reptain suchen? Warum? Ich will ihn etwas fragen. Ihn etwas fragen? Oh, verstehe. Reptain ist schon mal von dieser in unsere Welt gekommen. Also müsste Reptain wissen, wie man in unsere Welt kommt. Aber ist Reptain nicht ein bösartiges Pokémon? Ist er nicht in unsere Welt gekommen, um die Zahnräder der Zeit zu stehlen? Wie soll ich ihm irgendwas glauben? Was ist mit dir, Doki? Vertraust du Reptain? Ich würde schon sagen, dass wir ihm vertrauen sollten. Irgendwie. Ich meine, er hat uns geholfen, auszubrechen und wie es aussieht, ist er ja nicht unbedingt der Bösewicht. So wie Zwölf uns auf jeden Fall rüberkam. Vertrauen wir ihm. Tja. Ich kann ihm nicht vertrauen. Einem Pokémon wie ihm niemals. Ich kann ihm auf keinen Fall vertrauen. Es geht einfach nicht. Aber ich verstehe dich, Doki. Ich weiß nicht warum, aber Zwölfens wird uns loswerden. Das einzige Pokémon, das wir sonst in dieser Zukunft kennen, das ist Reptane. Wir haben keine Wahl. Reptane ist unsere einzige Hoffnung. Ja, sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Na dann. Okay. Okay, Doki. Spüren wir Reptane auf. Lass uns Reptane fragen, wie wir in unsere Welt zurückkehren können. Dragon! Gehen wir, Doki. Folgen wir Reptane. Ja, Mann. Machen wir so. Doki, danke. Du wolltest mich aufmuntern, weil ich so niedergeschlagen war. Dabei müsstest du genauso große Angst haben, Doki. Es tut mir leid. Obwohl mein allerbester Freund bei mir ist. Trotzdem habe ich mir ganz allein Sorgen gemacht. Und fast hätte ich allein aufgegeben. Dabei bin ich in Wirklichkeit gar nicht allein. Ich werde nicht mehr aufgeben. Ich kann stark sein, weil du an meiner Seite bist, Doki. Jetzt ist alles in Ordnung. Also, machen wir weiter, Doki. Kehren wir in unsere Welt zurück. Und zwar gemeinsam. Ja. Es klingt nach einem perfekten Plan. Würde ich immer sagen.
Seit Rotan gegangen ist, war der Weg schnurgerade und ohne Abzweigungen. Also müsste Rotan auf denselben Weg vor uns sein. Gehen wir, Doki. Lass uns Rotan einholen. Ja, Mann. Das machen wir. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir haben einiges an Äpfel. Alter, wir haben einiges an Äpfel gesammelt. Eieiei. Ist unser Lager voll? What? Weißt du was, dann nehmen wir mal ein paar... Nehmen wir mal die ganzen Samen mit, die wir hier drin haben. Das ist ja... Eieiei, das ist viel zu viel. Ja, die ganzen Samen, das ist okay. Die behalten wir einfach mal alle. Noch einen Apfel lagern, noch eine Sinebeere lagern, Grimmsamen lagern. Ganzen Samen können wir gleich essen oder so, weiß ich nicht. Irgendwie sowas in der Art. Wir brauchen definitiv mehr Platz in unserem Lager. Also wenn wir zurückkommen, dann werde ich definitiv erstmal unser Lager ausmisten. Alles klar. Gehen wir. Ja, Mann. Auf jeden Fall erstmal unser Lager ausmisten. Heieieiei. So, Moment, dann machen wir das einmal so. Können wir das auch irgendwie markieren? Nein, können wir nicht. Essen, Doki. Essen, Doki. Ach ja. Erstmal die ganzen Samen. Wegklatschen. Ach ja. Kann jetzt kurz ein bisschen dauern. Es sind ein paar viele Samen. Aber okay. Wir haben es ja gleich geschafft. Noch drei Samen. Go, go, Samen Ranger. Das klingt so falsch. Oh Mann. So. Das klang also... Irgendwie klang das wirklich falsch, wenn ich mir das mal recht überlege. Oh Mann. Naja. Egal. Ein Item. Eine Amrena-Biere. Eine ATM. Vakuumhieb. Vakuumhieb ist eine ziemlich starke Attacke. Die kann Vibrava, glaube ich, später lernen. Das bringt... Oder Knacklion vielleicht auch schon. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich es ihm beibringen. Vakuumhieb ist eigentlich eine echt starke Attacke. Ich glaube, die trifft auch alle Pokémon im Raum. Also alle gegnerischen, glaube ich. Es kann auch sein, dass sie alle trifft. Also auch uns. Dann werde ich es ihm nicht beibringen. Aber ich guck mal eben nach. Fügt allen Gegnern im selben Raum Schaden zu. Das ist nämlich super. Auch für Monsterräume ist das super. Kann das irgendwer lernen? Von uns beiden vielleicht. Wir können es beide lernen. Aber ich habe meine guten Attacken eigentlich. Ich würde dann, wenn, dann vielleicht auch Rasierblatt irgendwie wegklatschen. Aber sonst sind meine Attacken super. Und Dragon hat auch super Attacken. Deswegen eigentlich, wenn, dann bringe ich das unserem lieben Haru bei. Denke ich. Ja, ich denke, das ist die beste Möglichkeit, die wir machen können. Also die beste Sache, die wir da machen können. U4. Zack. Ich entschuldige mich übrigens heute, dass der Part ein bisschen später kommt. Ich habe verpeilt aufzunehmen. Ich war wieder im Dr. House waren. Ich bin momentan ja wieder im Dr. House suchten. Und ja. Deswegen. Ich habe nicht auf die Zeit geachtet und einfach... nur Dr. House geguckt, die ganze Zeit. Und, ja, habe ich jetzt zu spät angefangen aufzunehmen. Wodurch ich es nicht mehr rechtzeitig schaffe. Voluminas. Ja, den Part rechtzeitig online zu bringen. Ja. Kann ich nicht, während ich... Nein, kann ich nicht. Doch, kann ich. Nee, kann ich nicht. Warte, was? Egal. Ja. Wodurch ich halt, ja, den Part nicht rechtzeitig online bringen kann, wegen Render und Hochladezeit und so. Renderzeit ist gar nicht mal so hoch, aber die Hochladezeit ist einfach abnormal nervig hoch. Ist total ätzend. Total ätzend. Aber egal. Leichte Box, okay. Nehmen wir gerne mit. Appellorb. Ich denke, ihr könnt damit leben, wenn die Folge ein bisschen eine Stunde später kommt. Belebersam! Ich denke, so schlimm ist das jetzt nicht. Ich denke, da oben geht es auch nicht weiter. Da rechts, links habe ich jetzt eben auch nichts gesehen. Hatte ich sogar recht, denn hier ist die... Treppe. Komm, das schaffst du. Vielleicht schafft das auch nicht.
Dragon hat auch recht. Ah, ich gebe ihm trotzdem eine Sinelbeere. Man weiß ja nie, ne? Sicher, sicher. Schon wieder Stachler, sein Ernst? Gut. Wo war ich? Genau. Ich denke, ihr könnt damit leben, dass die Folge mal wieder eine Stunde später kommt. Immerhin kommt sie heute noch. Also von daher, ich muss dann einfach echt wie langsamer vorproduzieren. Ja, Dr. House, das ist so, das ist so, Ich würde so gern weitergucken. Das ist halt, ja, ich weiß nicht, ich glaube seit 4 Jahren oder so jedes Jahr Dr. House. Komplett durch einmal. Oder es ist jetzt das 4. Mal, glaube ich, dass ich das durchgucke. Einfach nur, weil die Serie... Ich liebe die Serie. Ah, schon in der Mitte angekommen, okay. Ah, ich will nicht speichern. Nein, ich will nicht speichern. Speicherzeit ist mir einfach immer viel zu lange hier auf dem Emulator. Ist so nervig. Wir müssen jetzt fast da sein. Wir müssen Repair bald aufgeholt haben. Halten wir uns ran. Ja, machen wir. Ich bin schon ziemlich weit. Jetzt bin ich bald da. Oh nein. Das Ding sieht auffällig aus. Ja, wenn ich hier durchkomme, dann müsste ich immer im Wald sein. Die zu Biris kommen. Ich darf keine Zeit verlieren. Da fällt mir ein, wie es den anderen beiden wohl geht. Ob sie den zu Biris entwischt sind. Ach, wie auch immer, dafür ist jetzt keine Zeit. Ich muss mich auf meine eigene Mission konzentrieren, egal was kommt. Ich habe geschworen, sie zu Ende zu führen, selbst wenn ich dazu Opfer bringen muss. Zeit zu gehen. Du da, stopp. Wer ist da? Du dringst ohne Vorwarnung hier ein. Dann störst du unseren Schlaf. Dann willst du ohne ein Wort der Entschuldigung gehen. Wer ist da? Wer seid ihr? Du wagst, es uns zu erzürnen. Für diese Beleidigung wirst du zahlen. Wo seid ihr? Hört auf, euch zu verstecken und zeigt euch. Du behauptest, wir verstecken uns. Wir verstecken uns nicht. Wir sind hier. Wir sind Krippuk. Es gibt keine Gnade für jene, die uns missachten. Ah. Okay, Raptin, ist irgendwas passiert? Wir müssen uns beeilen, Alter. Wir müssen uns beeilen und ihm helfen. Ist der Einzige, der uns wieder zurück in unsere Zeit bringen kann. Aquawelle! Aquawelle ist eine coole Attacke. Aquawelle ist eine coole Attacke. Nicer Ruckzucki, das ist schön. Den Krippo kann ich dann auch gleich Biss einsetzen, würde ich sagen. Ja, Biss ist, glaube ich, eine super Wahl. Gegen Krippuk, obwohl Krippuk ist ja, stimmt, Krippuk ist undicht Geist. Stimmt. Ja, es ist problematisch. Aber ich glaube, na wohl. Doch. Ich kann eigentlich alles einsetzen, oder? Stimmt, ja, ich kann alles einsetzen. Ich setze Megasauger dann ein. Draschil. Komm her. Wow. Dragon verfehlt heute auch ziemlich oft die Attacken. 32, schöne Sache. Aber wir haben auch ja... Oh, Leute, ich merke gerade, wir haben auch mittlerweile 100 KP. Oh, cool. Ist mir gar nicht aufgefallen. Blaugummi. Blaugummi? Ein Lebensmittel wurde ungenießbar. Danke. Jetzt haben wir anstatt einen Apfel einen Slime-Kost. Och, dein Ernst? Shit. Ich gehe mal einen hoch. Oh, fuck. Ich greife mal den an. Nein. Okay. Smetang ist weg. Steinhagel. Wen greife ich denn jetzt an? Ich habe keine Ahnung, wen ich angreifen soll. Ich greife mal den hier an. Einfach mal so. Ich weiß nicht, warum. Es ist... Ja. Dragon müsste halt noch einen Weg weiter zu mir kommen, ne? Damit er halt noch ein bisschen besser mithelfen kann.
Aber das geht nicht, weil dieses verdammte Draschiel im Weg steht. Aua. Schön, Giftbruder, nice. Freut mich. Doch sehr. Oh. Okay, wir werden ein Belebersamen weg. Ja. Aua. Schön. Ich setz mal Rasierblatt ein. Ja gut, macht auch genauso wenig Schaden. Oder nicht unbedingt mehr Schaden. Das Tangelos ist fast besiegt. Das heißt, das kann ich jetzt erstmal besiegen. Nice. Mann, wir haben keine Zeit für den Monsterraum. Oh, nice. Level 32. Wir müssen Reptane zur Hilfe kommen. Okay. Nö, nice. Ich kann einen weiter nach unten gehen gleich. Oh, schön. Glut! Warum kann der Glut? Heilige Kacke. Immerhin kann Dragon jetzt auch angegriffen werden. Danke. Oh, schöne Sache. Es freut mich gerade sehr, dass Dragon angegriffen wurde und nicht ich. Eisenabwehr, okay, er hört die Abwehr. Es ist okay. Aua. Nein! Autsch. Aua. Ich bin besiegt. Wir haben keine Belebersamen. Nein! Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Shit! Warte, wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Ist ewig her, oder? Okay, 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 wir werden hier zurückgeschmissen. Ho! Das ist ein Leichter, aber wir dürfen nicht aufgeben. Ja, das ist das Problem an Monsterräumen, wenn du kein Monster, wenn du einen Monsterraum findest und... Wir haben aber gar nicht mal so... Oh, wir haben... Oh, Vakuumhieb! Wir haben Vakuumhieb noch. Nice. Schöne Sache. Das ist das Problem. Ein Monsterraum und du, kämpfst so gesehen ganz alleine. Weil du halt... Also, nicht, du kämpfst nicht ganz alleine, aber du bist halt am Arsch. Weil du von allem fokussiert wirst. Vielleicht von einem Pokémon nicht, aber dann von restlichen fünf oder so. Das ist halt das Problem. Und du hast kaum Belebersamen. Ist halt für den Arsch. Aber wir wurden hier zurückgeschmissen. Das ist okay. Ich speichere immer. Und da würde ich nämlich sagen, wir beenden jetzt den Part hier. Und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.